Hallo alle miteinander, herzlich willkommen hier auf der Insel Altis. Ja, Altis live spielen wir, Arma 3 Mod. Ja, was haben wir gemacht? Wir waren beim letzten Mal im Kupfer, waren als Kupferstecher unterwegs. Und ja, haben da roundabout 75 abgegrast ungefähr, 76. Will mal gucken, ob der Herr von und zu Zerlix GmbH und Co. KG da ist. Nee, scheint nicht so. Okay. Ja, was machen wir heute? Was haben wir vor? Ich habe vor, mir mal den Sand anzugucken. Wir hatten es beim letzten Mal kurz angesprochen und angedeutet. Eventuell bringt das was. Wer weiß das? Wir haben nichts, gar nichts. Keine Pike-Axe, keine... Oh, gar nichts. Na gut, okay. Ja, Lizenzen brauchen wir auch noch. Okay. Also, unser Inventar habt ihr ja gerade gesehen, das ist alles weg. Beziehungsweise nicht alles, stimmt ja nicht. Hab ja noch einen Rucksack und hab auch noch meine Night-Goggles und so weiter und so fort. Nur blöderweise immer das, was im Mittelslot liegt, das ist dann weg. Wir gehen erstmal kurz zum Lizenzhändler. Oder erst. Moment mal. Ist er gerade hier um die Ecke oder was? Ist doch gerade um die Ecke, ne? Was kostet das? Nur mal, dass ich ungefähr weiß, was ich da an Geld mitnehmen soll. Das ist nämlich gerade hier vorne. Hier? Genau. Ja, genau. Hier ist es doch. Oh Mann. Ja, was soll der Gram kosten? Also, einmal der Sand 14,5 und Kupfer 8. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, fix zum Bankautomat. Genau. Und hier mal... Naja. Würde ich sagen, wir holen... 30.000, genau. 30.000 holen wir mal. Und dann wieder zurück. Jo, hier sind wir wieder. Alles klar. Gut, einmal Sandprocessing bitte her und einmal Copperprocessing bitte her. Danke. Gut. Ah. Falsche Seite. Gut. Copper, Sand, Salz. Nur was wir nicht haben, ist eine Pike. Okay, dann machen wir uns erstmal dahin. Ja, Händler, ne? Händler. Diese welche. Ja, genau, da war's. Okay, mal rüber zum Händler fix. Ja, hier durch. Komm, hier machen wir uns gerade durch, ne? Und dann da hinten rum. Na, hier, genau. So, hier um die Ecke und da unten muss er sein. Genau, so ist es. Ja, so langsam wird's. Freunde, so langsam wird's. Herr Market, please. Mach deine Tasche auf. Danke. So, Pike-Axe. Genau. Oh, jetzt habe ich 2 gekauft. Egal. Gut, also. Wo müssen wir hin? Sand. Glashändler ist hier. Die Sandverarbeitung ist da oben. Das ist schon ein paar Meter. Obwohl, es geht eigentlich noch. Aber wo ist denn hier die Sandgewinnung?
Hallo? Von und zu Sandgewinnung, das gibt's doch gar nicht. Warte mal, hier. Sandverarbeitung? Ein bisschen raus hier, ein bisschen rauszugehen, ne? Das gibt es doch gar nicht. Ah, da, Sandmine. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Grüne. Scheiße. Sollten wir das wagen? Am Ghetto vorbei? Oh my goodness. Das ist ja ein Höllenweg. Also ich habe ja schon geschrieben, dass der Kupferhändler ja schon ein Höllenweg ist. Aber das hier ist ja... Wow. Oh, wow. Was soll ich sagen, Freunde? Sollen wir es wagen? Ich würde sagen. Ja, egal, komm. Wir ziehen's durch. Wir ziehen es durch, wollen wir mal gucken, wie lange das Ganze dauert und wie das im Verhältnis steht. Und das muss extrem im Verhältnis stehen. Also ich kann mir vorstellen, dass das, ja, dass das einen Moment dauert, bis wir da sind. Okay. Na gut. Da nützt es nichts, lang rumzumachen. So. Dann holen wir uns mal unseren LKW, ne? Truck. Ist ja kein LKW. Ist ja ein Truck, ne? Ist noch kein LKW. Oh, Quadbike ist auch wieder da. Aha. Ja, cool. Truck. 7.890 zum Auslösen. Oh Gott, was Parkgebühren hier. Da wirst du ja blass. Spawning Vehicle, please wait. Please wait. Oh. Schätzelein. Wie geht es dir? Hm? Aber den grünen Bereich, oder was? So. Ja, puh. Ich würde sagen, wie fahren wir denn hier? Oh. Hier hoch? Ja, würde ich schon sagen, ne? Also ich würde sagen, hier biegen wir ab. Genau. Hier biegen wir links ab. Alles klar. So, dann die freie Sicht an. Geht. Alles klar. Bin ich angeschnallt. Alles klar. Ölstand passt. Und Feuer frei. Ja, es ist zumindest ein schöner Morgen, ne? 1A Morgen hier. Die Sonne scheint. Ich glaube, ich habe hier auf Altis noch nie erlebt, dass es regnet, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, hier die Peaches. Okay. Ah, das ist natürlich eine Sache, ne? Also, da muss ja schon ordentlich was rumkommen. Sonst wird es nichts. Sonst wird es nichts. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ah, Ingame-Uhr haben wir jetzt hier 11:55 Uhr. Mal gucken, wie lange das Ingame dauern würde. Mir fällt gerade ein, ich hätte mir noch eine Flasche Wasser mitnehmen sollen. Oh, wenn ich zwischendurch einen Brand kriege und dann... Das ist nichts. Aber ganz und... Oh, da hat er seinen Quad vergessen. Das ist nichts, aber ganz und gar nichts. Na gut. Okay. Nützt ja alles nichts. Oh, so. Ah, hier geht's ab, genau. So. Moment. Da müssen wir noch. Da. Oh Mann. Da müssen wir noch geradeaus, ne? So. Und als weiter hoch in die Berge scheint mir. Okay. Ja, hier, das ist wenigstens ein bisschen befestigte Straße.
Also langsam werde ich auch ein bisschen sattelfest in den Autos, wenn ihr es bemerkt. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt, aber ich bemerke es auf jeden Fall. Ich fahre nicht mehr so wild rechts und links in den Graben und so weiter und so fort. Momentan geht es eigentlich. Hier diese Inboard gefällt mir eigentlich ganz gut, obwohl ich hier auch mal mit der Außenkamera gefahren bin. Das war eigentlich auch nicht verkehrt. Naja gut, Herrgott, wie man es gerade braucht, ne? Wie man es gerade braucht, genau. So. Okay. Puh. Ja, und wir sind noch lange nicht da, ne? Ist noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen hin bis dahin. Wow. Ingame haben wir schon 13.07 Uhr jetzt. 24. Ah, die Uhr, die springt ein bisschen, also die springt zumindest nicht minutenweise. Gut, aber auch so ist es schon im Moment. Gut. Tja, als wir beim Kupferstechen waren, ihr habt ja den Hubschrauberpiloten, der dann da gelandet ist, habt ihr ja gesehen. Snake hieß er. Snake, genau. Snake Plaskett. Mein Name ist Snake Plaskett. Ja, der hat uns mal wenigstens erklärt, wie wir Items tauschen können. Dass wir das nicht gerafft haben, also ganz ehrlich, sorry. Das ist ja eigentlich nur Logik. Sicherlich stürmt das alles ein bisschen auf einen ein hier. Aber, naja, letztendlich ist es nur Logik. Gut, wo sind wir? Wo sind wir? Was ein Ritt durch die Berge. Ja, und vom letzten Mal wollte ich eigentlich noch mal kurz drauf eingehen, ne? Mit dieser Versicherung für die Bank, ne? Also die Versicherung für die Bank müssen wir schon dann... Ach, ich hab's aber beim letzten Mal auch schon wieder vergessen. Mist, ich vergesse es immer. Die müssen wir unbedingt abschließen, denn wenn dann die Zentralbank überfallen wird, dann wird uns kein Geld abgezogen. So einfach ist das, ne? Das war ja genau diese Situation, als wir auf dem Boot waren. Und zwischendurch ist auf einmal hieß, ja, uns ist Geld ab. Und das war nicht wenig, ne? Das ist nicht wenig gewesen, was uns da abgezogen wurde. Oh, wir sind da. Cool. Das ist auch so ein Silo wie beim Salz, ne? Wie auf dem Salzfeld. Da fahren wir gerade mal hin. Okay. Hier parken wir Auto aus, Motor aus und raus aus der Kiste. Abschließen. So. Pike X, die ich doppelt habe. Wie schön, wie schön. Ja, ist immer gut, wenn man mal zwei dabei hat. Ja, ja. Ja, gut. 5 Sand. Ja, 19... habe ich jetzt belegt. Mal gespannt, wie lange das dauert, bis man das hier im Sack hat. Ah, unser Freund Zalix, da ist er. Seht ihr wohl. Ah, moin. Wer ist er denn? Ah, da ist er. So. Moin. Bin beim Sand. Ob er das weiß, wo das ist? Weit weg. Sending. Gut, weiter geht's. Genau.
mit den Sandhusen, die Pike-Ex-Husen, Mann. Gut. Und nochmal. Ja, ich bin wirklich mal gespannt, was dabei rumkommt. Wir müssen das ja irgendwie, müssen wir ja zusehen, dass wir das optimieren. Das geht ja nicht anders. Irgendwie muss es optimiert werden. Ja, das tragen wir hier gerade ein. Oh. Vehicle ist full. Müssen wir das doch nochmal einzeln probieren, denn da geht ja immer noch was rein. Aufpassen, ne? Nicht irgendwie angeben, 18 Stück oder was, und dann... Oh, okay, Auto ist voll, das war's. Nee, nee, wir können da schon noch was reinladen, nur nimmt der das blöderweise nicht. Wenn ich sage 18, könnt ihr ja die 9 reinräumen, oder wie viel auch immer das sind, egal. Wie viel noch Platz ist, ne? Okay, komm. Dann lass uns unser Inventar noch fix voll machen, und dann... Puh, ja, dann gehen wir weiter, ne? Use. Ja, irgendwie müssen wir es optimieren. Irgendwie müssen wir zusehen, dass wir kleine Wege haben. Eventuell ist der Weg, ich habe ja mal im Video gesagt, dass das da ewig lange Höllenritt war zum Kupfer, aber letztendlich, wenn ich mir das hier angucke, war das ja ein Katzensprung, mehr oder weniger. Es war ein Katzensprung. Man kann es nicht anders sagen. Ach so, ja stimmt, der war ja voll. Okay, dann würde ich sagen, on the road again. So. Mach mal Autoradio an, hä? Autoradio? Ja, bisschen Musi geht. So. Komm her. Da drehen wir um. Und dann Feuer frei. Ja, Feuer, frei, So, wir sind da oben. Wo fahren wir lang? Erstmal bis dahin. Genau. Fahren wir erstmal bis dahin. Ja, ich mache mir immer gerne so Zwischenpunkte, weil bringt mir ja eigentlich nicht viel, wenn ich weiß, dass das in die Richtung 35.000 Kilometer entfernt ist und ich aber nicht weiß, wo ich abbiegen muss. Die nächsten 100 Meter, ne? Okay. So, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze wieder ein bisschen schneller, ne? Dass das ein bisschen fixer geht, ne? Ist ja eine schöne Gegend und schöne Landschaft, aber dauerhaft muss man ja auch dann nicht. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin echt mal gespannt. Wir müssen halt ein bisschen Geld ansammeln, dass wir uns einfach in der Richtung optimieren können. Dass wir mehr mitnehmen können. Dass die Touren weniger werden. Ne? Ein paar weniger Touren, dafür mehr. Also, sprich mehr im Laderaum. Oh, das ist schon üble Geschichte hier. Och, das ist ja... Diese Bergstraßen hier. Heftig. Gut, da vorne müssen wir... Ist es hier? Okay. Schön, alles runter. Falsch. Mist. Voll in die Einfahrt gefahren. Ja, schönen guten Tag. Oh, die ist aber auch versteckt hier, hä? Hier müssen wir rein. Okay. Weiter geht's. Na gut. Ja, der Hemmet, diese Hemd, ich sag immer Hemmet, aber das heißt eigentlich Hemd-TT. Dieser Hemd, der soll wohl, das muss wohl das nächste sein, ne? 325. Hier kriegen wir 100 rein, also. Da lohnt dann, obwohl, ich glaube, ich weiß es nicht, ich weiß ja nicht, was rumkommt, wir werden es ja gleich sehen. Wenn wir beim Processing sind und von da aus dann zum Händler, mein Gott, was tritt. Mittlerweile sind wir bei 16.51 Uhr Ingame-Zeit. Also wir sind hier, das ist ein voller 8-Stunden-Tag, was ich hier eben gerade mache. Also Ingame. Und
Aber auch außerhalb vom Spiel ist es jetzt auch nicht gerade wenig. Also ich bin hier schon einen Moment dran. Ne? Also es kommt euch nicht so vor, weil es geht ja recht fix durch die Landschaft hier. Hier entlang, genau. So. Ja, ist wenigstens wieder ein bisschen befestigt hier. Scheint mir, als wenn die Sonne untergeht. Oder? Die Sonne wirft lange Schatten. Ja. Oh, Map, Map. Kollege Kupferstecher. Naja, obwohl Kupferstecher war es ja nicht, ne? Der war mit Sicherheit ja auch hier hoch zum Glas unterwegs. Oder ist das sonst noch was hier ran, genau. Oh, oh. Ja, es ist schon übel. Es ist wirklich schon übel. Da müsste jetzt mindestens das Doppelte vom Kupfer rauskommen, sonst lohnt es nicht wirklich, muss ich sagen. Wow, guck mal, was ein Feeling hier in den Sonnenuntergang. Du siehst zwar nichts mehr, aber ist trotzdem schön. Oh, ich sehe nichts mehr. Gut, hier rein. Oh, oh, wie Sie sehen Sie nichts. So. Noch weiter, okay. Mein Gott, was Wege hier. Was Wege. Wo ist es denn? Ah, da vorne, da ist es ja. Da sind wir gleich da. Wie lange dauert's denn noch? Sind wir gleich da? So. Jetzt mal ruhig auf den hinteren Sitzen da, ne? So. Gut, wo bist du, Heini? Heini? Ah, da. Cool. Alles klar, dann würde ich sagen. Stopp. Motor aus. Na, Motor aus. Hey, Motor aus. Mach doch mal Motor aus, gibt's doch nicht. Ah, eben. Hört ihr das? Nein? Genau das meine ich. So. Sand. Use. Quark. Nicht use. Muss doch da ran. Ist mir doch beim Kupfer auch schon passiert, oder? War das nicht so? Ach nee, Kupfer konnte ich ja noch ran. Das hat ja der Herr Zerlix gemacht. Genau, das war ja auch so eine Sache mit diesem Hin- und Herräumerei. Oh. Also die Processings, also beziehungsweise die Lizenzen, die sollten wir schon alle kaufen. Ne? Da sollten wir schon, müssen wir alle haben, geht nicht. Feierabend müssen wir noch haben und Fluglizenz und LKW-Lizenz und oh, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Allein das sind ganz schön, ist ganz schön Knete. So, 18 into class. Okay. Oh Mann, ich. Hätte mir das nicht alles irgendwie in ein Inventar, so ein Fenster machen können, irgendwie. Jetzt muss ich wieder hier dauernd hin und her räumen, damit es passt. Okay. Genau. So, jetzt noch restlich Sand rein. Zumachen. Und proceed, please. Proceed. Ja. Wir müssen diese Lizenzen alle haben. Da geht's ja, wie gesagt, kein Weg dran vorbei. Aber wir müssen halt, ja, da müssen wir hier in solche Äpfel müssen wir beißen. Ne? Sandige, staubige, entfernte Äpfel. Äpfel. Vielleicht sollte man Äpfel machen. Näher wär's. Also man muss sich das jetzt mal überlegen. Man muss wirklich gucken, wie lange hat das jetzt gedauert hier, ne? Und was kommt letztendlich rum? Ich weiß es ja immer noch nicht. Aber wenn das nicht ordentlich ist, Jungs, dann weiß ich es nicht.
Also der Weg, der ist schon krass. Muss man einen Schluck Wasser trinken. Hier, das ist ja so staubig hier. Wow. Naja, wenigstens die Sonne geht jetzt um. Es ist nicht mehr ganz so heiß. He? Also jetzt kann man es aushalten im Moment. Ja, ja. Heute Mittag war es schlimm im Auto. Ne? Die Klimaanlage im Arsch. Ja, ja. Wie fahren wir? Ja gut. Ja, hier runter. So viele Möglichkeiten haben wir da nicht. Würde ich sagen. Ja, da an der Kreuzung ein bisschen aufpassen. Hier dann rechts abbiegen. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Ja, da kann man sich dann immer so Zwischenstationen machen. Ne? Das mache ich also eigentlich ganz gerne. Dann brauche ich mir nur merken, aha, da wo ich mir den Marker gemacht habe, da muss ich rechts abbiegen. Fertig. Ne? Dann kann man erstmal feuchtfröhlich die Landstraße entlang brettern. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir fahren weiter. Ja. So. Freie Sicht, dass wir nicht irgendwo reinfahren. Was rum. Okay, und dann geht der Ritt weiter zum... Ja. Wir müssen jetzt... Ach so, wir müssen jetzt hier rechts weg, genau, stimmt. Ja. Andere Richtung. So. Gut, okay. Alles klar, Feuer frei. Ja, 18.30 Uhr. 18.30 Uhr. Wir sind kurz vor 12 weggefahren, also in-game jetzt gerechnet. Ne? Jetzt haben wir schon 18.30 Uhr. Die Sonne ist gleich verschwunden. Bin mal gespannt, ob wir das noch schaffen. Bis zum Sonnenuntergang. Also bis zum endgültigen Sonnenuntergang. Noch ist er ja nicht weg, aber Sonnenuntergang haben wir ja trotzdem schon. Das ist ein geiles Flair, oder? Also, Wahnsinn. Doch, das hat was. Das hat wirklich was. Ja. Darüber müssen wir. Irgendwie von meinem Orientierungsverständnis meine ich jetzt irgendwie, ich hätte hier nach rechts gemusst, aber gut. Ist nicht so. Stimmt schon. Wir sind schon richtig. Ja. Mein Orientierungssinn ist auch nicht der allerbeste. Jetzt ist es noch ein bisschen dunkel. Dauert es nicht mehr lang, müssen wir gleich die Scheinwerfer anmachen. Jetzt hier weiter, kommt Feuer frei. Gut. Ja, fahren tut er eigentlich ganz gut hier, der Kollege. So, ich würde sagen, wir fahren hier rechts. Also, da, nicht hier. Rechts, da rechts, in 600, 500, 400. Genau. So, hier rein. Und dann müsste es doch, wir haben noch ein bisschen weiter, und es geht doch hier rein, genau. So, das sollte die Glashütte sein. Bin ich da? Oh, ich bin da. Tür verschlossen. Komm ich da jetzt nicht rein, oder was? Kann doch nicht einfach... Soll ich einfach... Soll ich da einfach durchfahren? Also, nö. Ich mach mir doch mein Auto nicht kaputt. Komm, mach mal auf. Geht nicht auf. Das ist doch auch geil, oder? Ich muss hier rein, kann aber nicht rein. Warte mal, ich muss mal gucken, wo ich hier auskommen kann. Oder soll ich einfach durch den Zaun fahren? Ich kann doch nicht einfach durch den Zaun fahren. Ich fahre doch sonst auch nicht einfach durch den Zaun. Tür verschlossen. Ach nö, komm, Feuer frei, drauf. Ah, na gut, okay. Geht nicht auf. Da gibt es doch nicht. Mensch. Kommst du auch nicht rein. Es muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, hier in das Ding reinzukommen, ohne was kaputt zu
Ah, hier ist schon was kaputt. Hier soll ich durch, oder was? Ich glaube das alles nicht. Naja, so langsam wird's düster. Die Sonne ist weg. Ah, hier ist ein bisschen größer. Okay, dann würde ich sagen, komme ich ja nicht raus. Mensch, Mensch, Mensch. Also hier oben ist ja gar nichts los, ne? Hier ist ja, oder ist ja gar nicht mehr oben. Wir sind ja gar nicht mehr oben. Ah, doch schon ein bisschen, aber nicht ganz. Hund begraben hier. Hier hörst du nicht mal einen Schakal. So. Okay. Würde ich sagen, fahren wir da hinten rum. Ja. Nein, nein. Ich fahre hier keine Tore kaputt. Nee, mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Wart, da wart. Hier, jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein. Jetzt habe ich doch einen kaputt gefahren, siehst du? Hätte ich doch vorne den kaputt fahren können, auch blöd. Egal. So, dann wollen wir mal. Kollege, was sagst du? Motor auf. Na komm. Alles ist im Auto. Wenn's läuft, läuft's aber auch richtig schier, ne? So. Was können wir denn hier einladen? Das ist immer blöd, dass man es nicht weiß, ne? Also, letztendlich. Alles. Okay. Alles. Ich will alles, alles, alles. So. Wieso geht das nicht? Ich kann nicht. Hä? Hä? Sag mal, was ist denn jetzt los? Ach, oh Mann. Oh. Ich hab doch noch die eine Sache da drin. Was will ich denn sonst verkaufen? Sag mal, bist du bescheuert oder was? So, auf. Oh mein Gott, da wollte ich nochmal gucken. 79. Freunde, das ist erschreckend. Das ist erschreckend. Ein Truck voll gibt 79. Jungs, mit dem Kupfer gab es 76, das sind 3000 mehr für einen Höllenritt in den Norden. Ja? Wie würde der Udo sagen? Mensch, ist aber ganz schön uncool hier, Mensch. Ist voll uncool, Mensch. Oh! Wäre ich doch gerade da vorne durch das Ding gefahren, ich sag. Also, so, jetzt, Jungs, ich würde sagen, wir fahren zum Bankautomaten. Ne? Geld mache ich es gerade liefern, ja. Das war Vollgas. Also, wir machen mal Fazit. Hier, Fazit. Das lohnt nicht. Ah, weißt du was? Komm her. Hier machen wir nochmal einen Stopp. Wir haben ja einen leeren Truck jetzt dabei, um das Ganze noch ein bisschen zu optimieren, weil 79, oh Mann, 79, Freunde. Wir hauen hier nochmal fix ein paar Peaches dabei. Ja klar. Ist doch kein Thema. Komm her, zack, zack. Schwupp, 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 schwupp. Jetzt nicht die Masse bringen, ne? Also. Aber dann hat sich doch wenigstens. Ui, ich merke gerade, ich muss mal dringend was trinken. Oh Gott, ich bin auf 30. Heiliges Blechle, ich hab's eben gesagt, ne? Ich hab die Wasserflasche vergessen. Scheibenkleister. Puh, der ist aber hier vorbeigeschossen, ne? Als Vollgas. So, machen wir uns noch schnell den Säckel voll und dann
Ja, ab zum Händler, ne? Dringend. Wasser, Wasser. Ich will Wasser. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Okay. So. Da müssen wir rein. Hier rein. Immer verkehrt. Noch ein weiter wäre gut gewesen. Na gut, komm her, wir fahren erst zum Bankautomaten. Ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Ist schon böse am Stöhnen. Der kriegt die Zunge nicht mehr rund. So, lass mich gucken, was brauche ich. Komm her, 75 tun wir einbezahlen. So sind wir bei 125. Naja, Herrgott. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Die alte Frau Eichhorn. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht, wie ich versuche mal über den Außenspiegel zu fahren. Oh Gott. Nee. Gleich liege ich im Hafenbecken. Wart ab. Nee, doch, geht. Okay, komm. Rum. So, und jetzt nichts wie ab zum Händler. Jetzt nichts wie ab zum Händler. Gut. Wasser. Ich brauch Wasser. Hier rein. Da oben ist er doch schon. Komm, gib Gas, Freund. Gib Gas. So. Handbremse an, hier ganz wichtig am Berg. Und, zumachen, genau. Oh, dann lass uns mal was trinken gehen. Okay, erstmal 55 Peaches verkaufen. Ja. Muss sein. So, 3000, naja. Der Kracher war es jetzt nicht, ne? Aber ist egal. Wir haben auf jeden Fall wieder was, mal synchronisieren. Unser Data synchronisieren. Und ja, noch schnell hier die 100 Peaches rausholen. Richtig. Da war ja noch was. 55 können wir einladen, also wieder zurück. Nochmal 3000 und X. Okay, 3025. Freunde. Naja gut, also Fazit 79 für die fürs Glas plus hier roundabout. Ich tu's mal hochrechnen, aber mehr wie. Wie viel sind's denn? 8x, ne? Werden's nicht werden, ne? Also es ist nicht wirklich viel. Ja, schnell mal was gefuttert, genau, da sind wir auch wieder auf 100. Und die 40 dann noch verhökern. Sind nochmal 2200, also 6000, 8200. Und ein paar gequetschte, ja, 8200 und ein paar gequetschte, plus die 79. Also, Freunde, es lohnt nicht. Glas lohnt nicht. Im Gegensatz zu Kupfer, da sind wir mit 75 raus und das ging in einem Bruchteil von dieser Zeit. Also, ich würde sagen, tja, Freunde, wir verbleiben so und haken den Sand erstmal ab. Lassen den mal ganz gemütlich durch die Finger rieseln und würde sagen, wir machen hier Schluss für heute. Wieso schließe ich jetzt das Auto auf? Huh? Da steht er, unser Truck. Diesen dazu, komm, ja, genau, zuschießen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt. Vielleicht guckt ihr beim nächsten Mal wieder zu. Das wäre echt cool. Und
ja, bis dahin würde ich sagen, bleibt ruhig, fly safe, grabt langsam, fahrt langsam. Ja, genau, fahrt langsam. Bis dahin. Tschüss.